Hören Sie, es tut mir leid, dass ich versucht habe, Walsimboor ohne Pass zu betreten. Ich weiß, das ist illegal. Aber Kate Walker, diese Frau, die ich suche, versteckt sich hier. Und darf ich Sie daran erinnern, dass Sie Befehl haben, meinen Auftrag nicht zu behindern? Mr. Canton, das gilt nur unter der Bedingung, dass Sie sich peinlichst an die städtische Gesetzgebung halten. Das würde ich ja gern, aber die verdammten Yukul haben mir die Papiere gestohlen. Diese Zwerge sind Komplizen von Miss Walker. Sehen Sie das nicht? In diesem Fall reichen Sie einfach eine Beschwerde bei der städtischen Beschwerdestelle ein. Bis dahin muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Sie offiziell unter Arrest stehen. Ich glaube es nicht. Ich glaub's einfach nicht. Kate Walker weiß einen Weg, wie Yukol über Heiligen See kommen? Davon hätte ich ja nie geträumt. Ich habe ein Schiff gefunden, das sie alle und auch ihre Herde transportieren kann. Sein Kommandant, Kapitän Obo, erwartet uns im Hafen. Als erstes warten wir Kirk. Führer der Yukol, gesund mit einer magischen... Simon Steiner, der Uhrmacher von Walsimboor, hat Kirks Prothese fertiggestellt und in die Klinik gebracht. Sie kommen gemeinsam herunter und stoßen an Bord der Kristall zu uns. Also Yukol nutze Nacht, um Lager abbauen. Sehr, sehr viel Arbeit. Gut gemacht. Großartig. Jetzt kommen wir voran.
Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Solange ihr spiritueller Führer sich in unseren Händen befindet, gehen die Nomaden nirgendwo hin. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Olga Jefimova. Der Rest meiner Männer kommt erst in ein paar Stunden an. Es wird schwer, diese Wilden hier festzuhalten, ohne ein paar Schädel einzuschlagen. Und ich will hier in Balsambor kein Skandal. Keine Sorge, Oberst. Wenn wir es auf meine Weise machen, brauchen wir keine Söldnerarmee, um das Yukol-Problem ein für alle Mal zu lösen. Mein Gott, wo bleiben die nur so lange? Was machen die denn? Entspannen Sie sich, Kapitän. Sarah hat versprochen, Steiner und Kirk hier herunterzuschicken, sobald sie aus der Klinik zurück sind. Ich bin sicher, sie werden kommen. Es ist egal, ob sie jetzt oder in einer Stunde kommen. Wir müssen los, bevor es Nacht wird. Ich warne Sie. Ich fahre nicht zur besten Essenszeit für das Monster raus auf den See. Hören Sie. Wir können auch erst morgen bei Tagesanbruch fahren, wenn Sie sich dann besser fühlen. Bis dahin sehe ich mal nach, wie die anderen zurechtkommen. Und Sie versuchen, sich etwas zu entspannen. Alles wird gut, Kapitän. Sarah, ist alles in Ordnung? Großvater, er ist nicht aus der Klinik zurückgekommen. Vielleicht dauert es länger als erwartet, Kirk die Prothese anzupassen. Das dachte ich auch. Aber als ich mit der Seilbahn in die Klinik fuhr, war da oben alles geschlossen. Und in der Eingangshalle sind Bewaffnete. Diese Soldaten müssen zu diesem Oberst gehören, der uns verfolgt. Sie halten Großvater fest, ich weiß es. Ich muss los und ihn retten. Junge Tagmon recht haben. Frau Kate Walker muss zur Klinik gehen und retten Kirk. Und Großvater, was ist mit ihm? Kirk hat für mich Vorrang, Sarah. Da wir hier alle mit den Yukol festsitzen, bringen wir euch alle in Gefahr. Aber keine Sorge. Ich tue alles, was ich kann, um auch Ihren Großvater zu befreien. Ich verstehe. Aber bitte vergessen Sie ihn nicht. Frau Kate Walker muss das mitnehmen. Braucht es oben. Was ist das? Und woher wissen Sie, was ich brauche? Geister schicken nicht nur schlechte Zeichen. Jetzt Frau Kate Walker muss gehen in Klinik. Ich gehe. Sagen Sie dem Kapitän, dass er sich zur Abfahrt bereithalten soll. Pech, wenn das Nacht sein sollte. Wenn der Oberst und seine Männer wirklich dort oben sind, müssen wir aufbrechen, sobald ich mit Kirk zurück.
Meine Liebe, warten Sie! Herr Bürgermeister, was ist? Es gab eine Wendung zum Schlechten. Ein Trupp Soldaten ist in Walsambor eingetroffen. Ich fürchte, diese Miliz ist die rechte Hand der neuen Regierung unseres Landes. Das gefällt mir gar nicht. Diese Leute sind völlig skrupellos. Sie haben sogar die Klinik übernommen. Ja, ich wollte... Wenn Sie erfahren, dass ich Ihnen erlaubt habe, die Schleusen zu öffnen, lande ich zum Bäumezählen in der Taiga oder Schlimmeres. Oh mein Gott, was für eine schreckliche Lage, entsetzlich. Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Wir verschwinden so schnell wir können. Perfekt. Aber wenn Sie vorher festgenommen werden, zähle ich darauf, dass Sie meinen Namen da raushalten. Selbst unter Folter. Natürlich. Selbstverständlich, Herr Bürgermeister. Sie können auf mich zählen. Ausgezeichnet. Na dann, einen schönen Abend noch, meine Liebe. Nein, ich muss etwas anderes finden. Das muss die Steuerung für den Wagen sein. Ich muss da irgendwie rein. Ziemlich große Lücke. Unmöglich.
kein Strom. Kein Strom. Klemmt. Klemmt. Hör auf meine Stimme, kleiner Yukol. Hör auf die Stimme deiner guten Freundin. Kirk, du bist der Führer deines Volkes. Derjenige, der seinen Yukol-Brüdern auf den Weg zu Modernität und Fortschritt bringt. Diese archaischen Züge, die ihr einfach nicht aufgeben wollt, sind nur lächerliche Reflexe. Du musst dein Volk dorthin zurückbringen, wo sie herkommen. Ihr müsst sesshaft werden. Echte Häuser bauen, Schulen, Fabriken. In der Welt von morgen ist einfach kein Platz mehr für ein Nomadenleben. Militärisches Gerät. Sarah hatte recht.
Und wenn die Amerikanerin kommt, Oberst? Wenn sie versuchen sollte, ihren Nomadenfreund zu retten, neutralisieren sie sie. Hier spricht Dr. Olga Jefimova. Bitte melden. Alpha. Was ist los, Olga? Kommen Sie sofort zu mir in die Pflegestation, Oberst. Warum? Was ist denn los? Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich sage es Ihnen, wenn Sie hier sind, aber bitte beeilen Sie sich. Und bringen Sie Ihre Männer mit. Schnell. Ich hoffe, Sie stören uns nicht ohne Grund, Olga Jefimova. Frau Walker, kommen Sie schnell. Dr. Samjatin, aber was ist los? Sie hatten recht mit Dr. Olga, Frau Walker. Ich wollte Ihnen nicht glauben. Was Sie mit meinem Freund Steiner gemacht haben, es ist alles meine Schuld. Hätte ich doch nur auf Sie gehört. Sie sind nicht schuld an Olgas Verbrechen, Doktor. Ich hätte das alles verhindern können. Selbstvorwürfe bringen uns nicht weiter. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Es ist Olga. Sie hat ihre Soldatenfreunde in meine Klinik geholt. Direkt nachdem Steiner Kirk seine Prothese angepasst hat. Die Soldaten wollten sie am Verlassen der Klinik hindern. Steiner wollte nicht auf sie hören. Er hat wirklich Stunk gemacht. Also haben sie ihn in die Mangel genommen. Mein Freund hatte einen Anfall. Frau Walker. Ich bin hier, Herr Steiner. Sie müssen den jungen Kirk retten. Diese Frau, Olga, sie ist ein Ungeheuer. Ihre Feindin und dieser Oberst. Beschützen Sie die Jukul vor diesen Verbrechern. Sorgen Sie dafür, dass sie an ihrem Ziel ankommen. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Steiner. Steiner? Geht es Ihnen gut? Mit etwas Ruhe, Medizin und ein bisschen Glück wird er wieder. Ja, aber bitte, beeilen Sie sich jetzt und helfen Sie Kirk, Frau Walker. Frau Walker? Ihr Medaillon. Das Herz, Sie wissen schon, es ist in sehr gutem Zustand. Es enthält eine Menge grundlegender Daten von einem X-2000-Automaten. Quasi alles Wichtige. Wissen Sie, bei diesem speziellen Modell waren das Herz und die Intelligenz verknüpft. Also bräuchte es nicht viel, damit Sie Ihren Freund Oscar eines Tages wieder zurückbekommen. Ja, Herr Steiner. Natürlich. Ich denke daran.
völlig fasziniert. Kirk! Kirk! Völlig fasziniert. Völlig fasziniert. Kate Walker? Was tust du hier? Das erkläre ich dir später, Kirk. Wir müssen sofort zurück zu deinem Stamm. Sie warten nur auf uns, dann überqueren sie den See.
Schnappt sie euch. Dass du mich holen gekommen bist, Kate Walker. Hast du gesehen, wie schnell ich mit meinem neuen Bein laufen kann? Ja, Simon Steiner ist definitiv ein Genie von einem Handwerker. Großvater, haben Sie ihn gefunden? Er ist nicht bei Ihnen? Ihr Großvater hatte einen weiteren Anfall. Aber Dr. Samyatin hat ihn stabilisiert und kümmert sich um ihn. Aber die Chancen, dass er sich erholt, stehen gut. Kate Walker, wir müssen los! Ich muss gehen, Sarah. Danke für alles, was Sie und Ihr Großvater für uns getan haben. Ich danke Ihnen, Kate. Hier, nehmen Sie dieses Tuch als Andenken an uns. Es ist wunderschön. Danke, Sarah. Auf Wiedersehen, Kate Walker. Sie haben diese Frau unterschätzt, Dr. Olga Jefimova. Zweifellos. Spiel ist noch nicht vorbei, Oberst. In der Tat. Und wir werden die Regeln ändern. Kapitän, Sie machen mich nervös, wenn Sie so zittern. Bitte beruhigen Sie sich. Beruhigen? Mein Gott! Wir fahren mitten in die Jagdgründe des verdammten Seegeistes und Sie wollen, dass ich mich beruhige? Kapitän, bitte fangen Sie nicht von diesem sogenannten Monster... Da ist es! Das Seemonster, mein Gott! Stimmt gar nicht, Kapitän. Schauen Sie raus! Das hat uns gerade noch gefehlt. Können wir nicht außen herumfahren?
Das würde uns vom Kurs auf Naodotsk abbringen. Es würde uns viel zu viel Zeit kosten. Es ist besser, die Eisbrecher der Kristall zu verwenden, um hindurchzukommen. Gehen Sie runter in den Maschinenraum und starten Sie sie. Wenn ich im Maschinenraum bin, was muss ich dann tun? Schalten Sie die Eisbrecher ein. Senken Sie sie ab und stellen Sie die Stärke ein. Wenn Sie Hilfe brauchen, kann ich Sie von hier aus anleiten. Die Eisbrecher? Wie sehen die aus? Wie der Name schon sagt, zerbrechen sie das Eis. Sie ermöglichten uns den Fährbetrieb zum Vergnügungspark in Baranur, selbst wenn der See komplett zugefroren war, in der guten alten Zeit. Lassen Sie die Flasche stecken, während ich im Maschinenraum bin. Ich verlasse mich auf Sie. Wo habe ich mich da nur reingeritten? Schalten Sie diese verdammten Eisbrecher ein, statt mir Moralpredigten zu halten. Schon gut, ich gehe ja schon. Aber zack, zack, bitte! Denn wenn wir hier stecken bleiben, sind wir für das Monster, das in der Tiefe lauert, ein Wurm am Angelhaken. Thank you.
Schnell aktivieren Sie die Eisbrecher im Maschinenraum, Matrose. Auftrag ausgeführt. Gute Arbeit, Kapitän. Wie lange brauchen wir noch bis Nahodotsk? Nur ein paar Stunden, Mark. Noch ein Eisberg? Nein, das kam diesmal vom Heck. Wir setzen fest. Herr im Himmel. Sehen Sie nach, was uns auffällt und machen Sie Meldungen.